Der VfL Pirna Kopitz in der Fußball-Landesliga wird präsentiert von der Ostsächsischen Sparkasse Dresden. Der Schlusspfiff kam wie eine Erlösung daher. Der VfL Pirna Kopitz verliert in der Landesliga sein Heimspiel gegen die SG Taucher mit sage und schreibe 1:6. Erklärungsversuche. Diese Grundlage im Fußball, ne? Zweikämpfe nehmen, Zweikämpfe führen wollen, Zweikämpfe gewinnen wollen, das hat uns von der ersten Minute an gefehlt. Ich muss auch sagen, in der Höhe gar nicht unverdient, muss man auch ehrlicherweise sagen. Stellt sich am Ende auch die Frage, ob das von der Qualität dann einfach auch ausreicht. Deutliche Worte nach einem Spiel, was zum Schönreden aber auch gar keine Ansatzpunkte liefert. Der VfL Pirna Kopitz lässt sich im eigenen Stadion von einem gut eingestellten Gegner vorführen. 10 Minuten braucht Taucher, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Dann aber zeigen die Randleipziger den Hausherren ihre Grenzen auf. Das 0:1 nach einem Eckball. 3 Kopitzer im Torraum, aber niemand bei Matthias Kühne. Ähnlich passiv die Abwehr beim zweiten Gegentreffer. Ein langer Ball, ein klarer Spielzug. VfL-Kapitän Sebastian Scholz sieht nur den Ball, aber nicht den Gegner. Der Rest der Abwehr lässt sich ebenfalls überlaufen. 0:2 durch Paul Lehmann, alles klar. So einfach geht das eben gegen den VfL Pirna Kopitz. Wir haben den 1-2-Kampf gewonnen. Ich glaube, wir waren auch nicht einmal irgendwie eher am Ball. Der Gegner war deutlich spritziger als wir. Das 0:3 nach 36 Minuten ebenfalls hausgemacht. Tim Reichel fault den Gegenspieler im Strafraum, das Ganze ohne Not, die Torgefahr durch Jonas Arnold überhaupt nicht gegeben. Nico Brehm verwandelt sicher 0:3, so etwas wie die Vorentscheidung. Die SG Taucher aber kommt auch nicht immer ohne Fehler aus, einen solchen kann Tom Krellmann nutzen. Die Kopitzer verkürzen kurz vor der Halbzeit auf 1:3, für ein wirkliches Aufbäumen aber reicht das nicht. Sobald bei uns irgendwo eine Aktion ins Negative rutscht, kommt man den Ball nicht an, ist auf dem Platz, keine Frage, durchaus möglich. Dann ist halt einfach irgendwo diese negative Stimmung auch drin bei jedem Einzelnen und die überträgt sich dann auch irgendwo auf die Mannschaft. Ne? Und wenn da von Anfang an jetzt auch keine positive Stimmung mit drin ist, dann wird es schwer. Zu Beginn der zweiten Halbzeit versuchen die Gastgeber ins Spiel zu finden, doch nahezu jede Aktion bleibt Stückwerk. Im Spielaufbau gelingen kaum nennenswerte Ballstaffetten, die Abwehr steht ständig unter Volllast. Und gelegentlich brennen die Sicherungen durch. Ein in diesem Spiel völlig überforderter Moritz Wenzel fault im Strafraum. Die Geschichte wiederholt sich. Diesmal tritt Paul Lehmann an und verwandelt sicher zum 1:4. Die Kopitzer Abwehr verdient an diesem Spieltag ihren Namen nicht. Florian Klöss lässt sich düpieren, trabt Mann und Ball hinterher. 1:5, wer so spielt, will oder kann nicht mehr. Also wir haben den Eindruck als Trainer, dass das auch teilweise auch ein Fitnessproblem ist. Also dass teilweise Spieler auch nicht die Fitness an den Tag legen können, die man braucht, um im Kopf auch frei zu sein. Das ist zumindest ein Gefühl von uns. Steht die Frage im Raum, sollte eine Mannschaft, die körperlich nicht in der Lage ist, wirklich versuchen, gegen den Gegner anzulaufen? Die auf Ballgewinn und Pressing orientierte Kopitzer Spielweise scheitert gegen Taucher einmal mehr. Den Höhepunkt liefert Tom Baumgart mit dem 6. Streich. Die einen bekommen keinen Fuß auf den Platz, den anderen gelingt an diesem Tag halt alles. Taucher siegt in Pirna mit 6:1 und in Kopitz stellt sich die Charakterfrage. Das Trainerteam sieht vor allem die gestandenen Spieler jetzt in der Verantwortung. Sie fordern? Ja, mehr Führungspersönlichkeit, also mehr vorweg marschieren, mehr nicht nur negativ Sachen aufzeigen, sondern auch mehr Positives, also vorweg marschieren mit seiner Leistung, mit seinem ganzen Tun machen, dass andere sich dran hochziehen können. Das fehlt teilweise. Schon am Mittwoch geht es für die Kopitzer weiter. Gespielt wird in Lößnitz, eher am kommenden Samstag Einheit Kamenz in Pirna antritt. Bis zum nächsten Heimspiel. Der VfL Pirna Kopitz in der Fußball-Landesliga. Freundlich unterstützt von der Ostsächsischen Sparkasse Dresden.